Ella? Ja? Du hast ja bald Geburtstag. Ja. Und du wirst 7? Ja. Hättest du gerne eine Geburtstagstorte? Was für ein Thema sollen wir machen? Mir fällt keins ein. Pikachu! Pikachu? Ja? Ja. Bist du Pikachu-Fan? Ja. Okay, dann geh ich in die Küche und leg los. Kann ich mithelfen? Oh, bitte, bitte, bitte. Nein, ich will, dass eine Überraschung wird. Bitte. Nein, es wird eine Überraschung, Ella. Bitte. Du darfst nicht. Ich habe eine Idee. Pomelo. Pomelo. Pummeluff, wenn? Na, dann legen wir mal los. Liebe Familie, liebes Team, liebe Zuschauer, wir starten heute mit einer neuen Operation. Es geht um diesen Menschen. Ella, 6 Jahre, wird bald 7 und wünscht sich eine Party, eine Geburtstagsparty. Da die Operation streng geheim ist, nenne ich sie Operation Ale. Ella. Abgeschweift von der Katzenparty, die ich mir sehr gewünscht habe. Doch die Wünsche meines Kindes gehen natürlich vor. Wünscht sie sich, ihr könnt es schon erahnen, eine Pokémon-Party. Okay, lasst die Party steigen. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz den Ablauf schildern, einen Plan erstellen und dann schauen, wie wir diese Operation schönstmöglich durchbekommen. Die Party steigt für 10 Kids, 14 bis 18 Uhr am Samstag. Dann teilen wir mal die verschiedenen Gewerke auf. Hängedeko, ein Happy Birthday Ella, Ballons. Kinder wollen auch beschäftigt sein, aber trotzdem genügend Freiraum zum Spielen. Deswegen gehen wir zu den Activities. Ein Pokéball Dosen werfen, Wurfspiel, Baumwolltaschen gestalten. Kommen wir zum wichtigsten Part hier. Natürlich gibt's eine Motto-Torte. Dann habe ich mir überlegt, Waffeln am Stiel. Und die Stiele pinnen wir dann an einen Pokéball. Und selbstgemachte Pizza, die sie selbst belegen können. Vielleicht auch wie einen Pokéball. Die Kinder bekommen natürlich nur Wasser. Aber natürlich dürfen Sweets nicht fehlen. Und was wäre eine erfolgreiche, schöne Party mit unvergesslichen Momenten, mit Fotobox, mit Goodiebags, ohne ein Maskottchen? Also los geht's mit meiner Torte. Miau.
Jetzt geht's los mit der Pikachu-Torte. Ich werde jetzt dafür einen Rührkuchen machen. Das ist auch ein Standardrezept, ein Basic-Rezept und das lege ich euch auch gerne separat in meinem Blog und in meiner App an. Und zwar brauche ich dafür 8 Eier, 400 Gramm Zucker, etwas Salz, Vanilleextrakt, jeweils 400 Gramm Buttermilch und Sonnenblumenöl, 500 Gramm Mehl plus 6 Teelöffel Backpulver oder ihr nehmt mein Backmehl, 100 Gramm Kakao und 100 Gramm backfeste Schokoladendrops. Ich backe das Ganze jetzt auch gleich in Springformen. Das heißt, ich habe hier schon mal zwei kleine, die sind 15 cm groß und zwei größere, die haben 20 cm Durchmesser. Und damit kann ich schon mal die Grundform von Pikachu so ein bisschen formen, damit es später eben eine schöne dreidimensionale Torte wird. Aber jetzt erstmal den Teig. Dafür verrühre ich jetzt die Eier mit dem Zuckersalz und Vanilleextrakt in etwa 5 bis 10 Minuten weißcremig. Dann kommen die zwei Flüssigkeiten dazu, nämlich Buttermilch und Sonnenblumenöl. Die werden kurz eingerührt. Ihr verrührt dann am besten schon Mehl mit Backpulver und Kakao, damit alles schön klümpchenfrei ist. Und dann einfach gemeinsam mit den Schokoladendrops einrühren. Der Teig wird dann in die vier Formen eingefüllt und schön verteilt. Und dann kommen sie schon in den vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze und werden gebacken. Falls ihr keine zwei Backöfen habt, könnt ihr das Ganze auch bei Heißluft backen. Dann einfach auf zwei Ebenen und dann könnt ihr alle vier Kuchen gleichzeitig backen. Die kleineren haben natürlich eine etwas kürzere Backzeit und die größeren eine längere Backzeit. Aber das steht auch alles ganz detailliert in meiner App. Während die Kuchenböden jetzt im Ofen backen, könnt ihr auch gerne schon mal die Cremefüllung zubereiten. Ich mache jetzt einfach eine Ganache, weil eine Ganache wirklich schön fest wird, die Torte stabil ist und ich sie später auch ganz toll drumherum streichen kann. Eine Ganache könnt ihr entweder mit weißer, Vollmilch oder auch Zartbitterkuvertüre zubereiten. Zartbitter oder Vollmilch wäre jetzt geschmacklich hervorragend. Ich nehme jetzt aber trotzdem die weiße. Das schmeckt den Kindern auch ganz gut, denn die kann ich später noch einfärben und dann habe ich einfach einen schönen Kontrast zu den Schokoladenböden. Ich nehme jetzt dafür die Sahne, die lasst ihr in einem Kochtopf kurz aufkochen und schaltet dann den Herd ab. Jetzt die weiße Kuvertüre einfach dazu rühren und alles schön schmelzen lassen. Jetzt kommt hier noch die Lebensmittelfarbpaste dazu. Ich nehme jetzt ein schönes Pikachu-Gelb. Die Ganache wird anschließend dann noch umgefüllt, abgedeckt und die lasst ihr jetzt bei Raumtemperatur stehen, bis sie wirklich schön abgekühlt ist und dann eine schöne streichfähige Konsistenz hat. Sobald die Kuchenböden gebacken und ausgekühlt sind, könnt ihr sie dann auch gerne aus den Ringen rauslösen. Bevor ich sie schneide, stelle ich sie meist noch in den Kühlschrank, damit sie einfach schön kalt sind zum Schneiden. Da geht das Ganze nämlich ein bisschen besser. Jetzt arbeite ich auf einem Tortendrehteller, damit ich die Torte auch schön beim Arbeiten drehen kann. Ihr legt jetzt hier eine Anti-Rutschmatte drauf und eine Ganaschingplatte. Und dann kommt da der erste Tortenboden drauf. Den könnt ihr gerne auch noch tränken mit etwas Aprikosenmarmelade, die vorher einfach kurz erhitzen und damit werden dann die einzelnen Böden noch saftiger. Und jetzt kommt wirklich Schicht für Schicht immer ein bisschen Ganache dazwischen, dann wieder ein Tortenboden, wieder die nächste Schicht Ganache, wieder der Tortenboden. Und weil das Ganze doch eine relativ hohe Torte ist und Pikachu nicht in sich zusammensacken soll, kommen da jetzt noch ein paar Holzstäbchen zum Stabilisieren rein. Das heißt, einfach ab einer bestimmten Höhe, etwa bei der Hälfte, Holzspießchen reinstecken, dann eine zweite Platte. Da könnt ihr gerne ein kleines Cakeboard nehmen mit 15 cm Durchmesser oder euch auch ein bisschen Pappe zurechtschneiden und mit Folie überziehen, mit Frischhaltefolie zum Beispiel, und das Ganze damit dann stabilisieren. Und dann könnt ihr weitermachen und wirklich die Tortenböden so stapeln, dass Pikachu einen leichten Bauch bekommt, nach oben hin etwas kleiner wird und dann wieder das Köpfchen draufkommt. Und so kann man die Torte am Ende gut kalt stellen. Die soll jetzt wirklich gut durchkühlen, bevor ich sie dann zurechtschneide. Damit ich Pikachu gut zuschneiden kann, stelle ich jetzt die Torte einfach über Nacht kühl. Dann weiß ich, dass sie morgen wirklich schön fest ist zum Zuschneiden. Die Torte war jetzt über Nacht im Kühlschrank, jetzt ist sie schön fest und ich kann jetzt mit Hilfe meiner Schablone hier arbeiten. Das heißt, ich halte mir immer den Pikachu dahin und schaue einfach, wo ich schneiden muss und wo noch Kuchen dran muss. Und das mache ich jetzt einfach mit Hilfe meiner übrigen Ganache. Ich habe hier auch noch einen Tortenboden. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach schön basteln und versuchen, die Pikachu-Figur so schön wie möglich hinzubekommen. Das Einzige, was ich auslassen werde, sind die Füße und die Hände. Die mache ich später dran. Das heißt, es geht jetzt wirklich nur darum, den Kopf zu formen und den Körper zu formen.
Jetzt hat Pikachu auch ein kleines Stupsnäschen, so wie er es eben auch hat. Er oder sie. Ich glaube, es ist der Pikachu. Vielleicht wisst ihr das ja besser. Jedenfalls kommt das Ganze jetzt so in den Kühlschrank. Die Ganache darf schön fest werden. In der Zwischenzeit räume ich hier auf. Und welch ein Glück, wir haben sogar noch Kuchen und Ganache übrig. Daraus werde ich später vielleicht einfach noch ein paar Cake Pops oder so machen. Ich schaue einfach mal, wie mir die Zeit reicht. Und dann kann ich eigentlich schon Fondant kneten. Gelben Fondant. Für Pikachu. Hier habe ich jetzt den gelben Fondant. Den könnt ihr schön weich kneten, damit er sich gut ausrollen lässt. Und falls ihr da etwas Fett benötigt, dann nehmt einfach etwas Kokosöl für die Hände. Und sobald er dann schön geschmeidig ist, könnt ihr ihn schön ausrollen auf Bäckerstärke. Und zwar groß genug, dass der komplette Pikachu damit eingedeckt wird. Ich versuche es ja immer so schön wie möglich auszurollen, aber manchmal sind halt Luftbläschen drin. Aber das kriegen wir schon noch weg. Okay, jetzt kommt die Torte. Ich packe jetzt auch mal die Matte hier weg. Denn auf der rutscht nichts und hier kann ich die Torte schön drehen. Dann mit etwas Backtrennspray einsprühen, damit der Fondant drauf haftet und einfach die Decke drüber ziehen. Und jetzt so glatt wie möglich Pikachu einstreichen. Und jetzt von oben nach unten schön faltenfrei nach unten legen. Und immer wieder den Fondant stretchen und wieder anlegen. Das ist hier ein bisschen schwierig, gerade so am Bauch, am Hals. Aber ihr kriegt das schon hin. Das wieder schön zusammenkneten, denn daraus werde ich noch die Arme und Beine machen. Ich gebe es mal weiter an Tolga. Er hat gefangen. Ich vertraue dir doch. Und dann kann ich jetzt hier schön alle Feinheiten machen. Und ich hoffe, das wird jetzt gleich schön glatt. Puh. Also dann hier noch wegschneiden und den Rest so ein bisschen nach unten schieben. Und jetzt habe ich hier so ein Fondantstück, denn jetzt bringt mir hier so ein Glattstreicher auch nichts. Deswegen nehme ich dieses Stück Fondant und kann so ein bisschen drüber. Dann sieht es gleich aus wie ein schöner, glatter Pikachu. Mit diesem Trick bekommst du das Doppelkinn weg. Wow, ich kann jetzt in der Beauty-Szene, ich mache jetzt einen neuen Laden auf. Doppelkinn weg mit der Fondant-Technik. Könnt ihr schon mal eine Ausschreibung machen, was meint, was hier die Leute anstehen. Okay, du kleiner Pikachu. Pikachu-Bui. Okay, das sieht brutal aus, wenn ich dem Pikachu mit dem Messer an die Kehle gehe. Liebe Kinder, das ist ein stumpfes Marzipan- und Fondantmesser. Bitte nicht nachmachen. Gut. Dann kommt Pikachu jetzt erstmal kurz in den Kühlschrank zurück. Jetzt rutscht er gar nicht mehr. Und ich kümmere mich darum, die Füße und die zwei Hände zu modellieren. Und die Äuglein. Für die Arme und Beine habe ich jetzt hier den Fondant mit CMC verknetet. Das ist Zellulosepulver, damit eben alles schön aushärten kann. Und jetzt formt ihr erst eine Kugel, dann das Ganze lang. Und ich versuche dann die Form, soweit es geht, ja, so nachzumodellieren. Das heißt, vorne etwas abflachen und nach hinten die Pfote so ein bisschen aufstellen und mit einem Modellierwerkzeug dann eindrücken. So ganz gefallen mir die Arme und Beine nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich mache jetzt mal das Gesicht. Ich hoffe, das Gesicht rettet dann einfach alles. Wie so oft im Leben. Haare passen nicht, aber wenn das Gesicht gut geschminkt ist, dann passt auch. Kriegt mal alles versteckt. Okay, schwarzen Fondant für die Augen. Erstmal gleichmäßig ausrollen. Und dann kommt da der Lichtpunkt rein und ein bisschen braun. Wie ich gesehen habe auf dem Bild, da ist nämlich ein bisschen braun mit dabei.
Was wäre Pikachu ohne seine roten Pausbäckchen? Deswegen kriegt er jetzt erstmal seine Bäckchen da noch dran. Ich finde, dann erkennt man auch so richtig, dass es nicht Winnie Pooh ist, sondern Pikachu. Dann kommt Pikachu jetzt erstmal in den Kühlschrank und ich werde die Ohren bemalen und das Schwänzchen. Das ist aber ganz schön wackelig hier. Wer hätte es gedacht? Jetzt bin ich ja fast fertig. Ich habe jetzt hier noch das Schwänzchen und die Ohren. Bei den Ohren mache ich es jetzt so, ich drehe die jetzt erstmal um und bepinsele die Rückseite. Mir ist auch immer wichtig, dass auch hinten das schön ist. Also habe ich hier schwarze und braune Lebensmittelfarbe und damit wird alles bepinselt. Ella hatte sich eigentlich eine Rice Krispie Torte gewünscht, Rice Krispies und Marshmallows. Den Wunsch werde ich ihr jetzt noch erfüllen, denn ich habe mir gedacht, die Pikachu-Torte alleine ist vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen gibt es noch einen Partyhut, einen essbaren. Ich hoffe, den kriege ich so hin, wie ich möchte. Denn ich habe mir gedacht, ich nehme den Spritzbeutelständer so ein bisschen als Hilfe. Jedenfalls brauche ich dafür Marshmallows, Rice Krispies und etwas Butter. Die werden jetzt erstmal in der Mikrowelle geschmolzen und ich passe. Nee, ich nehme gleich eine große Schüssel. Weißt du, was letztes Mal passiert ist? Maurice! Was passiert? Nein! Oh. Lieber die hier. Und ich passe auf, dass sie nicht überlaufen. Okay, eigentlich hat ja der Spritzbeutelständer so schon die Form, finde ich, wie so ein Partyhut. Aber wenn ich da so einen Pompon drauf packe, könnte es wiederum cool sein, wobei das eigentlich schon so eine Spitze hat. Aber jetzt machen wir erstmal den Kegel, vielleicht baue ich da später eine Spitze noch drauf. Und jetzt kann die Butter in den Marshmallows schmelzen und die Rice Krispies werden so eingearbeitet. Und ich nehme jetzt mal eine kleine Menge weg für die Spitze oben, da kümmere ich mich gleich drum. Und das jetzt schön zusammenkneten, dass es kompakt wird. Und dann drücke ich das hier in die Form rein. Vor mir jetzt so eine komische Spitze. Sieht doch aus wie ein Partyhut. Jetzt schauen wir mal. Sieht schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Und die gute Nachricht ist, den Spritzbeutel kann ich weiterverwenden. Einfach auswaschen. Und dann piekst sich das von unten mittig durch die Spitze oben. Das ist halt ein Schieferzipfel. Das ist ein Schieferzipfel, was sagt ihr? Aber ich meine, so ein Partyhut ist doch auch so, der wurde halt schon getragen. Dann. Oder? Ja. Geht doch. Dann kann sich alles schön sehen. Ja. Jetzt rolle ich Fondant aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal lila, weil Ella lila ganz gerne mag. Huch. Das Ganze jetzt auf 3 mm Stärke. I try my best. Gibt es jetzt hier einfach so drumherum, dachte ich mir. Ist halt ein bisschen schief, aber das macht doch nichts. Dann gibt es halt eine kleine Partyzipfel. Ich schmeiß zurück. Euer Pokémon ist halt zu schnell. Puh. Ich sag's euch, in dieser Torte bin ich richtig gechallenged. Hier mit meinem Team. Ich tue den Bubble hier jetzt noch so ein bisschen strukturieren. Ihr könnt auch einfach eine Tüte mit trockenem Reis nehmen und so ein bisschen dagegen drücken. Geht auch gut. Und dann kommt das Bubble hier drauf. Das ist ein Partyhut.
Party, Party, woo! Gut. Was mache ich mit dem Rest hier? Den esse ich natürlich. Ich glaube, wir stellen jetzt mal die Torte fertig. Was macht ihr da jetzt eigentlich? Wir arbeiten. Wir arbeiten gerade, Entschuldigung, stör uns bitte nicht. Ihr bastelt, ich dachte, wir machen eine Torte. Ja, aber das wird doch eine Girlande. Wir können doch keine Geburtstagstorte machen ohne Geburtstagsgirlande mit Happy Birthday drauf. Ja. Aber wollen wir nicht erstmal die Torte fertig machen? Nein, das gehört zur Torte. Das kommt dann in den Hintergrund für die Fotos. Und selbstgemacht ist immer besser. Sozusagen. Jetzt ist die Deko fertig. Ich hole die Torte, dekoriere sie fertig und dann kann die Party steigen. Aua, das hat voll wehgetan. Das war mitten ins, aua, mitten ins Gesicht. Oh, mir wurde es auch kurz schwindelig. Wo war ich stehen geblieben? Die Torte. Ich hole schnell die Torte. Wow, zum Verwechseln ähnlich, oder? Pikachu, brui. Gut. Ui. Ei. Pikachu, brui. Und das Schwänzle einfach hinten hin. Hi, ja. Ella, jetzt kannst du kommen. Deine Torte ist fertig. Wow. Guck mal. Und das. Wie findest du denn dein Pikachu? Gut. Wir können es auch draufsetzen, das kann ich gleich machen. Wir können sie jetzt kurz hier lassen und gleich setze ich es dir dann drauf, okay? Und weißt du, was da drin ist im Hut? Rice Krispy. Lecker. Komm mal weiter rüber, Schatz. Und? Du bist so ein richtiger Pikachu-Fan, gell? Glaubst du, mit dieser Torte wird deine Party richtig cool? Ja? Freust du dich schon? Okay, dann würde ich jetzt nämlich sagen, die Torte wird heute natürlich jetzt nicht angeschnitten. Das machen wir, wenn deine Freunde da sind, oder? Wenn wir dann Geburtstag feiern. Und dann nehmen wir euch noch ein bisschen mit, zeigen euch noch ein paar Eindrücke von der Party. Also Ella, dann gehen wir jetzt zur Party, oder? Ja. Wuhu! Torte allein! Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken. Take your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken. Channel figures go against the feeling. They come fall like gravel to the floor. Dust says you start to regret all the things that you've been fighting for. Dann kann die Party steigen. Das war ihre Hand, okay? Das war nett schon. Wollen wir es nochmal angucken? Ja, bitte.